Heute geht es um eine spannende Meditation und zwar heißt die nicht zwei, also auch nicht eins, sondern nicht zwei. Man könnte ja denken, bei nicht zwei geht es darum, aha, es geht um das eine und es stimmt auch, es geht um das eine, aber es geht eben nicht darum, um die Form des einen, also nicht, dass dann übrig bleibt ich und das Du geht weg. Nein, deswegen heißt diese Meditation nicht zwei, weil nämlich beide verschwinden sollen, sowohl der andere oder das andere als auch das Ich. Das ist jetzt vielleicht nicht so leicht zu verstehen, denn zuerst muss man mal überhaupt begreifen, dass man gespalten ist oder wir gespalten sind oder in dem Fall ich gespalten bin. Da gibt es nämlich jemanden, der heißt ich. Und der nimmt alles wahr, zum Beispiel, wie ich jetzt meine Hand bewege. Da ist mein Ich und die Hand und ich schaue auf die Hand. Also da gibt es zwei. Genauso beim Denken zum Beispiel, da gibt es mich und dann kommen die Gedanken, die sagen, ah, oh Gott, mache ich das jetzt richtig? Sollte ich vielleicht etwas anderes erzählen? Das ist immer diese Spaltung von zwei. Also da gibt es immer dieses Ich. Und da gibt es irgendwas drumherum. Zum Beispiel meine Schwester hat mich besucht vor kurzem und die ist eben sehr krank geworden. Und da gab es mich und die Sorge um meine Schwester. Also meine Schwester und mich waren wieder zwei da. Und dann kommt diese Meditation ins Spiel. Dann sagst du dir nämlich nicht zwei. Also der andere verschwindet, in dem Fall meine Schwester. Und meine Sorge und mein Ich verschwindet. Und was bleibt, ist meine Präsenz. Es geht also darum, in diesem absoluten Sein zu sein, in der Essenz zu sein, sich da drin aufzuhalten. Und da bleibt meine Schwester immer noch. Die verschwindet deswegen nicht. Und meine Sorge ist auch noch da. Die verschwindet deswegen auch nicht. Aber die Dinge sind nicht mehr gespalten, sondern ich bin hier und die Dinge sind, wie sie sind. Da ist eben die Sorge, da ist eben meine Schwester, da sind meine Gedanken, da bewegt sich meine Hand. Da ist dieser Raum da, in dem ganz viel stattfindet. Nur dieses Ich, mein, mich, mir, meine ganze Geschichte, die fällt weg. Und das ist der Segen an der Sache. Es kommt nämlich heraus, wer ich bin. Das verrate ich jetzt nicht. Da musst du selber drauf kommen. Oder du tust das womöglich bei jedem anders. Kommt darauf an, wie tief man schaut. Anyhow, was wir also heute machen werden, ist, zunächst mal gehen wir in das, was ich jetzt so als Essenz bezeichne, nämlich in den Bauch, ins Hier und Jetzt, ins So-Sein. Einfach hier sein, da sein. Atmen und einfach nur die Dinge sein lassen, wie sie sind, soweit es eben möglich ist. Und dann in der zweiten Phase versuchen wir in dieser Basis zu bleiben. Und natürlich wird es nicht gelingen. Es wird nämlich ganz natürlich sein, dass Gedanken hochkommen, dass du dich plötzlich an irgendwas erinnerst, was du noch sagen wolltest. Irgendwas wird passieren, ganz sicher. Du wirst nicht im Bauch ruhen bleiben können in deiner Essenz. Oder ein Schmerz, zum Beispiel, ich habe hier so Kopfschmerzen, das taucht auf. Und sobald du bemerkst, dass du gespalten bist, dass es nämlich zwei gibt, nämlich dich, wie du hier so entspannt im Bauch sitzt, in deinem Körper, und einen Gedanken oder einen Schmerz, dann sag dir nicht zwei. Und komm zurück in das, was nicht mal du bist, sondern was einfach nur da ist. Dieser Moment. Und das wiederholst du dann so oft, wie auch immer irgendwas passiert, du was denkst, du was wahrnimmst, sag dir nicht zwei. Und bleib in deiner Präsenz. Und dann in der dritten Phase bleiben wir einfach nur sitzen. In unserer Präsenz und wenn du magst, kannst du das Spiel weiterspielen und weiterhin nicht zwei sagen und immer wieder zurückkommen. Ich habe das übrigens auch im Alltag probiert und da ist es ganz, ganz toll. Nämlich, sobald irgendeine Sorge aufkommt, sage ich nicht zwei. Sobald irgendein
irgendeine Schwierigkeit aufkommt, sage ich nicht zwei. Könnte natürlich auch mit einer Freude sein, aber die Freude ist manchmal gar nicht geteilt, sondern die Freude ist, da ist einfach nur das Sein da. Und dann funktioniert nicht zwei nicht, weil da ist man ja schon das eine. Also probier es auch durchaus mit ganz alltäglichen Dingen aus. Du siehst irgendwas und sagst nicht zwei und schaust, was passiert. Bei mir entsteht Entspannung, Stille, Wachheit im Bauch und die Dinge bleiben da. Aber ich bin nicht mehr gespalten. Das ist der Segen davon. Setz dich aufrecht hin, so dass dein Bauch Raum hat. Und lass die Augen zufallen. Nimm einen tiefen Atemzug in den Bauch und entspanne. Lass den Bauch los. Und auch der nächste Atemzug geht in den Bauch. Und beim Ausatmen wird der Bauch flacher und beim Einatmen wird er größer. Atme sanft und aufmerksam durch die Nase und lass den Atem bis in den Bauch gelangen. Und bei jedem Ausatmen kommst du ein bisschen mehr hier an, hier in diesem Moment. Alles, was vorher war, spielt jetzt keine Rolle. Und auch was nachher kommen wird, hat jetzt keine Bedeutung. Du atmest in den Bauch. Sanft und aufmerksam und entspannst. Lass die Hände los und die Schultern, die Augen und die Gesichtsmuskeln. Und entspanne noch ein bisschen mehr. Komme hier an, bei dir. Das, was du jetzt wahrnimmst, das bist du in diesem Moment. Mit jedem Atemzug berührst du das, was du bist, in sanfter und freundlicher Weise. Es mag nur eine Empfindung sein, etwas ganz Unspezifisches. Du musst es nicht benennen, du kannst es wahrnehmen. Das bist du jetzt. Entspanne in diesem Moment. Das,
ist deine einzigartige Präsenz, deine Gegenwart jetzt. Innen im Bauch ist dein Zentrum. Dort bist du zu Hause. Wie mit einem Gewicht fühle deinen Bauch beschwert von innen. Dort ist dein Zentrum, innen im Bauch, dein Anker. Bleibe entspannt mit deiner Aufmerksamkeit innen im Bauch. Und wann immer dir ein Gedanke kommt, dich irgendetwas davonträgt und du es bemerkst, sage dir nicht zwei und komme zurück zu deinem Bauch, zu der Entspannung im Bauch. Wann immer ein Gedanke oder eine Empfindung auftaucht, sage dir nicht zwei und falle ins Einssein, in deine Qualität, in dein So-Sein, in deine Präsenz.
Und jetzt sitze noch ein paar Minuten still im Nicht-Zwei-Sein. Im Alltag, wann immer du bemerkst, dass du fortgetragen bist, dass du gespalten bist, dass du nicht bei dir bist, sage dir nicht zwei und falle zurück in das eine. Und auch in der Meditation, wann immer Gedanken auftauchen, Empfindungen, Schmerzen, was auch immer, sage dir nicht zwei und entspanne in das eine. So wird das eine zu deiner Lebensrealität. So wirst du eins. Und auch jetzt, wenn du jetzt dann gleich zurückkommst und die Beine bewegst und die Arme und den Kopf, bleibe in diesem einen. Das sind deine Wurzeln. Und in deiner eigenen Geschwindigkeit öffne deine Augen.